Qualität und Wirtschaftlichkeit. In diesem Spannungsfeld stand der 7. TÜV Austria Qualitätstag, der in Kooperation mit Seibersdorf Laboratories im neuen Europlaza an der Wienerbergstraße durchgeführt wurde. Nach der Eröffnung durch Dr. Martina Schweiger der Seibersdorf Labor GmbH und TÜV Austria Direktor Dr. Hugo Eberhardt folgten spannende Impulsreferate namhafter Referenten zu den Kernthemen Führung, Qualitätsmanagementsysteme, Prozesse, Maßnahmen und Nachhaltigkeit. Eine erste Standortbestimmung kam von Unternehmensberater Dr. Roman Käfer. Er gewährt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen interessanten Einblick in den Wandel der Managementsysteme im Angesicht einer veränderten Wirtschaft. Magister Alexander Swajkowski unterstreicht eindrucksvoll die Wichtigkeit der effektiven Zusammenarbeit zwischen Geschäftsführung, Controlling und Qualitätsmanagement. Im Anschluss daran vertieft Diplom-Ingenieur Jiri Schneider das Verständnis für die Wirksamkeit, Effizienz und Messbarkeit von Qualitätsmanagementsystemen. Es muss sich rechnen, proklamiert Unternehmensberater Dr. Chris Tipotsch. Anhand eines Praxisbeispiels demonstriert er, wie Prozessoptimierungen sowohl zu Verbesserungen als auch zu erheblichen Einsparungen führen können. Nach einer delikaten und nicht weniger kommunikativen Mittagspause folgt das äußerst unterhaltsame Impulsreferat des internationalen Experten für Human Resources, Dr. Ottmar Hill. So, und wenn ich jetzt weiß, wohin geht die Reise, durch die Wüste und über die richtige Partie. Bei seinem Vortrag sind die Zuhörer von den treffsicheren und pointierten Beobachtungen von Menschen und Prozessen sichtlich angetan. Aber, hast du das Gefühl, er lässt dich nicht liegen, er lässt dich nicht liegen, ja? Zur effektiven praktischen Umsetzung des Gehörten führt laut Universitätsprofessor Dr. Stefan Vorbach nur ein Weg. QM-Systeme werden nur dann erfolgreich sein, wenn sie die Aspekte einer sozialen, ökologischen und ökonomischen Nachhaltigkeit erfüllen. Durch die Impulsreferate inspiriert, formieren sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Qualitätstages, um in Intensivworkshops die Themen im persönlichen Erfahrungsaustausch zu vertiefen. Austausch unter den Teilnehmern, Stärkung des Qualitätsnetzwerkes. Der 7. TÜV Austria Qualitätstag war spannend und lehrreich. Und die Ergebnisse zeigen, Qualität und Wirtschaftlichkeit sind keine Gegensätze, sondern unverzichtbare Säulen für nachhaltigen Unternehmenserfolg.